Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen bei Kurz erklärt. Heute aus der Serie Abstimmungen vom 24. September 2017 mit der kantonalen Vorlage Gegenvorschlag zur Anti-Stau-Initiative vom Kanton Zürich. Wie der Name sagt, geht es um das kantonale Strassennetz. Das wird man auf Verfassungsebene stärken. Aktuell steht der ÖV explizit erwähnt, der private Strassenverkehr jedoch nicht. Jetzt werden aber rund zwei Drittel vom Verkehrsaufkommen über die Strasse bewältigt. Darum hat man mit der Initiative dem Zustand Rechnung tragen. Die Initiative ist allerdings ungünstig formuliert gewesen. Der Regierungsrat und der Kantonsrat teilen aber grundsätzlich den Kerngedanken und unterbreiten darum den Gegenentwurf. Für die Initianten langt der Gegenentwurf und sie haben die Initiative daher zurückgezogen. Wichtig: Es geht um einen Verfassungsartikel. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass sich bei dem nur um eine Zielvorgabe für die kantonalen Behörden handelt. Auf den Artikel folgt also kein Gesetz und keine Verordnung. Die aktuellen Bestimmungen zur Förderung vom öffentlichen Verkehr, zum Gesamtverkehrskonzept sowie zum Richtplan werden durch die Initiative nicht tangiert. Der Artikel hält lediglich fest, dass die aktuelle Leistungsfähigkeit von der Staatsstraße nicht vermindert werden darf. Mindestens aber eine Kompensation müsste erfolgen. Ja, was hat es mit dem auf sich? Ich habe nachgefragt beim Präsidenten der Jungfreisinnigen vom Kanton Zürich, Christoph Baumann, Befürworter dieser Vorlage, sowie beim Felix Hösch, Kantonsrat von der SP, wo die Vorlage ablehnt. Jetzt wird mit dieser Vorlage ja weder am Richtplan etwas geändert, noch an den Bestimmungen zum Gesamtverkehrskonzept. Was sind dann die konkreten Befürchtungen? Konkret wird sich nichts verändern die nächsten 2 Jahre, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber es ist unklar, was genau eine Kapazitätsreduktion ist. Es ist unklar, was genau eine Kompensation im umliegenden Straßennetz ist. Es gibt einige Fragen. Dort wird es Streit geben zwischen Gemeinde und Kanton, zwischen Projektentwickler und dem Kanton und vor Gericht. Das finde ich einfach primär unnötig, dass man so einen Streit provoziert und das in die Verfassung hineinschreibt. Jetzt aber ganz konkret. Es heisst bei den Gegnern, dass in dieser Vorlage mit unklaren Begriffen geschafft wird. Und da wäre jetzt eben die Frage: Man macht einen neuen Veloweg, muss dafür eine Spur abbauen. Wie und wo würde das kompensieren? Das ist natürlich eine Sache von einem konkreten Projekt. Also es gibt da nicht eine 0815 Standardlösung, die man dann im Petto hat. Also ich glaube, das muss man auch so einsehen. Also unser Strassennetz mittlerweile auch so verzwickt ist, dass man da auf den Einzelfall muss eingehen und schauen, wie man das kompensiert. Oder ob der Veloweg dann vielleicht doch nicht auch vielleicht aufgehoben ist an einem anderen Ort, wo man da rundherum fahren kann, oder eben ob man eine Umfahrungsstrasse dann baut. Aber da gibt es nicht eine Standardantwort, die man im ganzen Kanton so kann umsetzen kann. Und darum steht die auch nicht in der Verfassung, sondern das muss im Einzelfall so behandelt werden. Bestimmungen zur Förderung vom ÖV werden aber auch nicht angetastet durch die Vorlage. Also, tun ihr jetzt einfach den ÖV gegen den MIV ausspielen? Nein, wir sind für eine Förderung von allem. Der ÖV ist auch schon in der Verfassung drin. Und es ist auch so, wir haben momentan eine leichte Asymmetrie. Wir haben mehr. Der ÖV ist stärker in der Verfassung verankert, er wird wirklich gefördert gemäß Verfassung. Und der Autoverkehr steht nur, dass es eine staatshoheitliche Aufgabe ist. Aber mit dieser Initiative, die verlangt, dass jegliche Kapazitätsverminderung muss ausgeglichen werden muss, wird der Autoverkehr noch stärker in die Verfassung hineingeschrieben als der öffentliche Verkehr. Sprich, wir haben sofort eine neue Asymmetrie zugunsten des Autoverkehrs. Und jetzt stärkt man ja mit. Man ja zu dieser Vorlage den privaten Strassenverkehr auf Verfassungsebene. Es ändert aber nichts am Richtplan und oder an den Bestimmungen zum Gesamtverkehrskonzept. Was ändert denn überhaupt? Grundsätzlich will man eigentlich einfach verhindern, dass immer wie mehr Strassen abgebaut werden. Und das tut man jetzt eigentlich mit dieser Gleichstellung. Also es soll eigentlich eine Kompensationsregelung drin sein. Wenn auf der einen Seite Strassen abgebaut werden, sollen im gleichen Gegenzug irgendwo die Strassen wieder kommen. Weil unser Strassennetz ist jetzt schon an seine Grenzen, stossen teilweise an. Und dadurch macht es sicher Sinn, dass man dort die Kompensation reinbringt. Wo machen denn die Befürworter von dieser Vorlage den grössten Denkfehler?
dass sie einfach wirklich, also ich finde, sie sind autofixiert und sehr monothematisch Befürworter. Und sie denken nicht an das Gesamtverkehrskonzept, sondern rein an Autoverkehr. Und das, denke ich, sind wir breiter aufgestellt. Gibt es jetzt sonst noch etwas zu dieser Vorlage, wo du gerne würdest sagen, wo ich dich aber nicht gefragt habe? Du mich nicht gefragt hast, eben, ich denke, man sollte da wirklich davon wegkommen, dass das jetzt eine klassische ÖV gegen Strassenverkehr-Kampagne ist, sondern eben der ÖV ist eigentlich sehr gut aufgestellt im Kanton Zürich. Jetzt probiert man eigentlich mit dem Strassenverkehr auf die gleiche Schiene aufzubringen. Und das würde ich jetzt einfach gerne sagen, man soll da nicht versuchen, das in eine klassische ÖV gegen Autofahrer-Kampagne hineinzuverfahren. Die vollständigen Interviews findet ihr wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, für mich ist der Fall eigentlich klar. Das Strassennetz gehört auf Verfassungsebene gestärkt. Mit dem Artikel wird dem Anliegen vernünftig Rechnung getragen. Kompensation bei allfälligen Reduktionen wird auf die Einzelfälle bezogen sicher mit Mass erfolgen. Kerngedanke ist ja, die Staatsstraßen leistungsfähig zu machen, dass sich der Quartierverkehr nicht noch mehr steigert. Der einzige Vorwurf, den man mir jetzt argumentativ machen kann, ist, dass ich auf nationaler Ebene einen Verfassungsartikel, der direkt nichts ändert, ablehne. Warum denn der nicht? Guter Einwand. Da wird es aber als behördliche Zielvorgabe definiert, was ganz klar ist. Und der Kerngedanke, der ist auch richtig. Darum ein ganz klares Ja zum Gegenentwurf von der Anti-Stau-Initiative. Ebenfalls die Parole haben gefasst SVP, FDP, CVP, BDP und EDU. Regierungsrat und Kantonsrat empfehlen ebenfalls ein Ja. Nein-Parole haben gefasst SP, die Grünen, die GLP, die EVP und die AL. In diesem Sinn ein Ja von mir zur Anti-Stau-Vorlage. Da findet ihr noch die vollständigen Interviews, einerseits mit dem Felix Hösch, Kantonsrat von der SP, sowie dem Christoph Baumann, Präsident von der Jungfreisinnigen Kanton Zürich. Und da könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren. Und damit, ciao zusammen, tschüdelü!